Herzlich willkommen bei Marius Fliegendose und herzlich willkommen zum nächsten Bindefreitag. Heute mache ich mit euch einen absoluten Klassiker, eine Buck Caddis, allerdings mit einem Hotspot. Und die Fliege hier, die ist auch essentiell für Anfänger im Fliegenbinden, weil sie wirklich so leicht zu binden ist, dass eigentlich jeder Anfänger sie mit wenigen Materialien binden kann. Und die Fliege, die machen wir jetzt heute mal. Also, ich habe hier eingespannt einen Tunker TE10 in der Größe 14. Und dann brauche ich zwei Fäden, beides mal von Semperfly, den gewachsten 6.0er, einmal in Fluoro Green und einmal in Burnt Orange. Fluoro Green wird jetzt den Hotspot bilden. Mit dem Faden fange ich auch an. Den lege ich hier hinten ganz am Ende an. Schneide mir dieses kleine Ende hier schon mal ab, dass ich da drüber wickel und nichts mehr rausguckt und übersteht. So, und hier mache ich mir so eine schöne kleine Kugel. Ein paar Mal über dieselbe Stelle drüber. Das ist manchmal gar nicht so einfach, dann wirklich einen Bobbel hinzubekommen, aber das geht eigentlich auch. So, und jetzt komme ich mit dem Faden lose nach vorne und nehme einfach den anderen Faden, lege den an und überfange dann beide. Und dann kann ich einfach die Reste abschneiden. So, und diesen kleinen Bobbel da hinten, da könnt ihr jetzt gerne auch einen Tropfen Lack drauf geben, dass das einfach eine Kugel wird, die nachher schön safe ist und sich nicht mehr öffnet. So, und was soll diese Kugel überhaupt? Also zum einen kann es einen Beißreflex halt vielleicht auslösen, indem man sagt, hey, da hinten ist ein grüner Spot und den sieht der Fisch gut und sagt sich, hey, was ist das, da gehe ich drauf. Und zum anderen, wenn die Köcherfliegen zur Eiablage kommen, dann haben die hinten am Hinterleib solche Eiballen und die sind oft, also nicht bei allen Arten, sind die grün. Und daher imitiert diese grüne Bobbel tatsächlich diesen Eiballen, der hinten an der Köcherfliege dranhängt und damit das zur Eiablage bereite Weibchen halt imitiert. So, und dann brauche ich zur Sicherung gleich für die Hechel einen Draht, einen Kupferdraht, hier jetzt in Braun, in Softwire, in Small. Da geht auch ein kupferfarbener, ein goldener, ein schwarzer, ganz wie ihr möchtet. Und den Draht, den bringe ich hier an. Es geht auch ohne Draht, wenn ihr die Fliege etwas anders bindet. Ich empfehle immer mit Draht, einfach für die Langlebigkeit der Fliege. So, der Draht, der muss hier genau dort, wo der Bobbel aufhört, da muss der Draht rausschauen. Dann nehme ich für den Körper von Flyscene Masterdub in Cinnamon Caddis. Da braucht man nur sehr, sehr wenig von. Übrigens, alle Materialien, die ich in den Videos verwende, die sind immer unten in der Videobeschreibung verlinkt, direkt mit Links zum unserem Online-Shop. Da könnt ihr dann alle Sachen, die ich immer für die Fliegen verwende, auch direkt bestellen, wenn ihr möchtet. So, und dann nehme ich das Dubbing und spinne das an den Faden. Ganz, ganz eng, so lässt es sich am besten verarbeiten und so schwimmt die Fliege auch am besten. So, wichtig ist, dass ihr hier vorne Platz lasst, weil hier noch jetzt eine Hechel eingebunden werden muss und der Reha-Kopf muss da vorne auch noch drauf. Von daher braucht ihr einfach ein bisschen Platz.
Und als Hechel verwende ich jetzt hier eine relativ helle Sattelfeder. Das ist jetzt eine Gingerfarbe. Ihr könnt auch einen Braun nehmen. Also hier so eine dunklere Farbe. Die würde jetzt farblich auch ganz gut passen. Die ist, glaube ich, nur ein bisschen groß. Oder? Ja, die ist mir zu lang. Die würde ich jetzt nicht nehmen. Ich nehme jetzt die helle. Und da präpariere ich mir die so, dass ich hier eine kleine Einbindestelle bekomme und lege mir die Feder hier oben drauf. Überfange sie mit zwei, drei festen Wicklungen. Leg sie dann um. Und mach mir hier so vier Wicklungen ungefähr. Dann nehme ich den Draht und wickel den in die gleiche Richtung, immer von mir weg, um den Körper herum und überfange damit mit jeder Wicklung diese Hechel. Das heißt, die ist wirklich super safe gesichert. Da kann nichts mehr aufgehen. Da können die Fische drauf rumkauen, hoffentlich relativ häufig. Und da passiert einfach gar nichts mehr. So. Dann kann ich die Hechel hier einfach abreißen. Wenn ihr dem nicht traut, schneidet sie ab. Und den Draht, den wickel ich einfach ein bisschen hin und her und reiß den so weg. So, dann brauchen wir ein Rehhaar. Und ich nehme jetzt, erst hatte ich eigentlich vor, dieses relativ dunkle zu nehmen. Aber da der Körper jetzt insgesamt durch die Hechel ja ein bisschen heller geworden ist, nehme ich tatsächlich ein helleres Rehhaar. Und da habe ich noch hier so ein helles, was jetzt sehr, sehr gut passt. Das heißt, ich nehme mir aus dem Rehhaar ein Bündel heraus. So. Und jetzt wieder ganz, ganz wichtig, das zeige ich ja jedes Mal, wenn ich mit Rehhaar was mache, erstmal hier hinten, also das Rehhaar bei den Spitzen greifen und dann erstmal hier hinten alle abgebrochenen und kurzen Haare heraus und die Unterwolle auch heraus. Ich könnte auch mit dem Kamm durchgehen. Das mache ich meistens nicht, wenn das Rehhaar das nicht unbedingt braucht. So, jetzt habe ich hier eigentlich alles raus. Dann greife ich um und guck, ob ich vorne noch irgendwas sehe an abgebrochenen Haaren. Da ist noch eins. Aber wenn man, also es ist nicht zwingend nötig, das so hart zu selektieren, aber wenn man es macht, sieht die Fliege nachher einfach viel besser aus. So. Dann nehme ich meinen Haaraufstoßer. Gebe das Haar hinein und das kennt ihr schon. Hau ein paar Mal hier auf die Hand drauf und dann sind alle Spitzen des Rehhaars auf dem Boden abgelenkt. Und dann schaue ich nochmal durch, sind da viele abgebrochene Haare oder überhaupt abgebrochene. Und wenn nicht, habe ich eigentlich das perfekte Bündel. So, und dann ist noch die Frage nach der Menge. Ist das gut oder wenig oder zu viel oder zu wenig? In dem Fall ist es relativ viel. Ich habe bei mir nicht so schnelles Wasser. Ich brauche da nicht so diese Bojen, sage ich jetzt einfach mal. Ich muss das nicht ganz so extrem haben. Von daher nehme ich etwas weniger. So. Und jetzt schaue ich, wie lang soll der Körper sein und das Rehhaar soll leicht überstehen hinten.
Das heißt, ich greife jetzt hier um, habe jetzt die richtige Länge zu meinem Einbindepunkt und jetzt brauche ich nach vorne noch etwas dazu. Ganz wenig nochmal an Zusatzlänge. Das heißt, ich schneide jetzt nicht hart an den Fingern ab, sondern ein bisschen weiter vorne. Das sind vielleicht 2-3 mm. Müsst ihr so ein bisschen ausprobieren, wie es am besten passt. So, und dann nehme ich den Bobbin und lasse den nochmal gegen den Uhrzeigersinn rotieren, dass der Faden, wenn ich nämlich jetzt mit dem Reha hier hinkomme und mit dem Faden hier hochkomme, dann dreht der Faden sich automatisch gegen die Finger. Und das ist einfach ideal, um das Reha zu greifen. So, jetzt habe ich es einmal, mache noch eine zweite Wicklung oben drüber und jetzt ziehe ich einmal stramm. Nicht zu doll, um den Faden nicht abzureißen oder das Reha abzuschneiden oder sowas. Mach noch eine Wicklung durch, obwohl ich mir die hätte eigentlich auch sparen können. Und komme dann mit dem Faden unten drunter. Und jetzt kann ich hier loslassen und habe den perfekten Flügel. Nehme dann meinen Knotenbinder. Und kann die Fliege abschließen. So, und das Ding hier, das ist jetzt bombenfest. Der sitzt perfekt. Ein gut schwimmender Flügel. Eine Köcherfliege für schnelles Wasser. Perfekt für die Abendstunden auch, wenn die Köcherfliegen ordentlich am Fliegen sind und dann zur Eiablage kommen. Und hier könnt ihr noch einen Tropfen Lack drauf geben, damit die Fliege ideal gesichert ist. Und ihr seht, das Haar sitzt nur oben drauf. Die Fliege sitzt also schön tief im Wasser. Und das ist der Hotspot, der schaut unten richtig schön kräftig durch. Genau so möchte ich die Fliege haben. So, und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Bindefreitag. Macht's gut, euer Mario.